Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute begrüße ich Graziano Rocchiciani. Hier hat er das dick auf dem T-Shirt stehen. Man kennt ihn natürlich besser unter dem Begriff Rocky. Rocky in München. Wie gefällt es dir hier? Ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ja. Ich trainiere hier einen Boxer, den ich jetzt 10 Wochen trainiere. Und den ersten Kampf haben wir auch gewonnen, den er unter meiner Leitung gemacht hat. Und ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Aber wie gesagt, hier muss noch viel passieren, damit das Profiboxen eine Chance hat hier in München. Wenn man sich an die Zeiten erinnert, wo du gekämpft hast, also ich sage jetzt mal Maske nur mal so als Begriff noch, da war ja Boxen bei uns ein riesiger Hype. Ne? Warum glaubst du, dass das im Moment nicht mehr so ist? Ja, schwer zu sagen. Also erstmal ist damals ja die Wende gewesen und dadurch kamen ja natürlich auch sehr starke Boxer von den Amateuren zu den Profis. Das waren ja alle Staatsamateure, Staatsprofis im Prinzip in der DDR, in der damaligen. Ja. Und da waren natürlich gute Leute, die man unter Vertrag nehmen konnte. Und die auch reingeschlagen haben eigentlich. Der Henry Maske, der Markus Beyer, dann der Axel Schulz. Die waren ja alle sehr bekannt dann. Mhm. Von einem Tag zum anderen. Und ja. Und dann gab es die gewünschten Gegner. Bad Boy gegen Gentleman zum Beispiel. Oder das warst du gegen Tiger Maske. Gegen Rocky. Und okay. Ja, das hat gepasst. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache, wenn zwei Deutsche dann in derselben Gewichtsklasse gegeneinander boxen können. Und weil das interessiert die Leute am meisten, wenn zwei Lokalmatadoren im Prinzip aufeinandertreffen. Ihr habt das aber auch gut befüttert, ne? Also du hast doch gerne den Bad Guy so ein bisschen gemacht und der andere war so ein bisschen Gentleman-mäßig. Und also von der PR-Perspektive eigentlich genial. Ja, und wie gesagt, gut, ich habe da nicht viel gespielt, das war eigentlich alles echt. Ja. Und der Maske hat wahrscheinlich ohne gespielt. Ja, und wie gesagt, das hat gepasst. Also ich würde ja gerne jetzt von dir ein bisschen was über das Boxen lernen, ganz einfach. Ja? Also weil ich finde das ja ungeheuer faszinierend, wenn da also zwei Menschen so aufeinander losgehen. Also wenn ich habe mir den Kampf noch mal angeguckt zwischen dir und Maske. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also was hast du da vor dem Kampf gemacht? Trainiert. Aber ich glaube, also es ist ja auch eine psychische Sache. Ne? Also ja. Es gibt ja Trainer, die behaupten, also ein Kampf wird im Kopf gewonnen. Ja, der Kopf ist wichtig. Ich meine, im Kopf entsteht Disziplin, Trainingsfleiß und alles, was dazugehört. Und ja, der Willen ist vor allen Dingen entscheidend. Und wenn man zwei gleich austrainierte Boxer gegeneinander boxen lässt, dann entscheidet oft der Kopf. Und ja, die Zähigkeit, die Disziplin, dann sind so Kleinigkeiten eben wichtig. Und ja, so ist es. Hast du auch während des Kampfes dieses Gefühl von Wut auch entwickelt? Nee. Also Wut ist, ja, ich weiß nicht, ob das Wut ist. Man will den Kampf gewinnen und versucht, wenn der Gegner dann angeschlagen ist, auch mal richtig auszurasten, mehr oder weniger, um ihn dann eben zu beenden, den Kampf. Und ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, ja. Weil wenn man Mut hat, dann kann man ja eigentlich sein Konzept gar nicht durchboxen. Ne? Also du hast doch sicher bei dem Maske auch vorher überlegt, wie du ihn schlagen kannst. Naja, man trainiert ja nach, man hat einen Trainer, ja. Und der macht sich Gedanken vor dem Kampf, guckt sich den Gegner an und versucht dann eine Taktik zu installieren beim Training, die dann auch im Kampf geboxt werden soll. Ja. Bloß meistens kommt er sowieso ganz anders und ja, das ist schon, ja, Kampf ist immer was anderes, Training ist eh eine Sache. Es gibt ja Trainingsweltmeister, die im Sparring oder im Training eben wie ein Weltmeister boxen, ja. Und im Kampf versagen die Nerven oder ja, und da klappt ja nichts mehr. Und ja, das ist immer auch ein bisschen Glückssache. Tagesform und. Ja.
Also ich habe immer noch diesen, diesen Boxkampf, wo der eine dem anderen das Ohr abgebissen hat, ne? Mike Tyson dem Holyfield. Ja. Und da, also ich meine, das war ja da echte Wut, ne? die in dem drin war. Oder wie hast du das als Boxer erlebt, als du das im Fernsehen angeguckt hast? Na ja, gut, das war schon übertrieben ein bisschen. Da muss man sich schon ein bisschen zurückhalten können, obwohl er nach meiner Meinung auch sehr oft mit dem Kopf geschossen wurde, ohne dass der Ringrichter das moniert hat. Und wie gesagt, das war schon, ja, war an der Grenze. Ja, aber dieses Gefühl, was der da gehabt hat, ja, dass dieses Wut, konntest du das irgendwie nachempfinden? Ja, die Wut konnte ich nachempfinden, nur die Aktion mit dem Ohr natürlich nicht. Ja, klar. Weil das ist schon ein bisschen übertrieben. Also. Ja. Da muss man sich ja auch denken, dass man dann disqualifiziert wird und der Kampf zu Ende ist. Ja. Und wenn du Pech hast, noch eine jahrelange Sperre kriegst. Ja. Hat man bei Tyson natürlich nicht gemacht, weil er eben zu viel Geld eingespielt hat. Ja. Hast du das Gefühl, dass du bei diesen Kämpfen, du warst ja das Magnet auch, ja, dass du im Vergleich vielleicht zu anderen nicht so entlohnt wurdest? Ja, sagen wir mal so, ich habe gute Börsen bekommen. Ich habe mich auch noch nie beschwert darüber. Aber die Lobby hatten die anderen. Und das war dann oft auch entscheidend. Der erste Maskenkampf, den hätte ich in jedem anderen Land der Welt nach Punkten gewonnen. Auch. Ja, und den ersten Michael Krzyzewski-Kampf, den hätte ich auch gewonnen. Ja. Und wie gesagt, ich hatte dann den Newbank-Kampf. Das war 94, den hatte ich eigentlich auch gewonnen, den Kampf. Also ich wäre insgesamt fünfmal Weltmeister. Bloß die Leute, die Manager, die da, die anderen Boxer, die Gegner unter Vertrag hatten, wollten mich eben als Bad Boy für ihre eigenen Leute verlieren lassen, damit sie gut dastehen, die Gegner. Und ja, so war das einfach. Ich glaube, dass viele dadurch auch das Interesse am Boxen verloren gegangen ist. Ja, weil wenn man sich deinen ersten Kampf gegen Maske anguckt, dann kann man eigentlich nur sagen, dass du den gewonnen hast. Ja, weil ich meine, das glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Maske überhaupt jemals zugegeben hat. Du hast ja mit ihm ein paar Gespräche geführt. Aber da verliert der Zuschauer auch die Lust. Ja, gut, damals war es gerade der Hype und da ist die Lust noch nicht so ernst vergangen, weil das hat ja eigentlich so 94, 95 erst richtig angefangen. Und ja, und dann haben sie noch ein paar Jahre durchgezogen. Und irgendwann, klar, ist es dann vorbei gewesen. Da hat der Michael Krzyzewski, der hat ja noch eine Weile geboxt nach mir, aber da haben sie alle aufgehört. Sagen wir mal, die großen 5 oder 6. Die es in Deutschland gab. Mein Bruder war auch Weltmeister. Ja. Und, und danach hat es ein bisschen nachgelassen. Dann kam der Felix Sturm, dann noch der Marco Huck, Abraham. Aber weißt du, wenn solche Kämpfe verloren gehen, wo selbst der nicht so Boxinteressierte sieht, dass da was nicht in Ordnung ist, dass der eigentlich gewonnen hat, verliert. Das schadet doch dem Boxen. Das schadet dem Boxen, aber das gab es eben schon immer. Das wird es auch immer geben. Und dass ich so oft, also 3-mal in der Rolle war des Verlierers, das ist eben so, das kann man nicht ändern. Aber das Boxen an sich leidet natürlich unter so einen Sachen, weil mittlerweile wissen die Leute ja auch Bescheid, dass der gewinnt, der mehr trifft normalerweise. Ja, klar. Und das sieht man ja auch, wenn man Laie ist, ja, kann man das bei klaren Kämpfen schon beurteilen. Und das finden die Leute wirklich nicht so schön und macht auch viel kaputt. Aber wie gesagt, das wird es immer geben beim Boxen. Bevor du also jetzt in so einen Ring reingestiegen bist, ich würde das gerne mal von so einem Profi wie dir mir erklären lassen. Wie hast du dich, bevor du in die Halle reingekommen bist, was ist da passiert, so die letzten 5 Minuten? Na ja, man ist angespannt, man will, dass es losgeht, damit man diese Anspannung auch irgendwann verliert. Weil wenn der Gong kommt, dann ist eigentlich von der Anspannung nicht mehr so viel zu spüren. Dann ist man einfach nur konzentriert und in so einem Tunnel. Und hast du dich damit irgendjemand noch mal unterhalten? Hat dir noch eine letzte Tipps gegeben oder gesagt, nee, hau ihn um? Eigentlich nicht. Also,
Man hat ja alles im Training, ist man tausendmal durchgegangen, hat die entweder Schlagkombination oder eben auch Taktik durchgesprochen und durchtrainiert. Und irgendwann hast du drin und dann musst du eben sehen, ob es im Kampf klappt oder nicht. Und wie gesagt, wenn du dann in den Ring gehst, dann bist du froh, wenn der Gong kommt und wenn es endlich losgeht. Nochmal davor ist ja immer dieser Einmarsch. Und ich glaube, einmal hast du dir das Lied, Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, das war der erste Maskekampf. Das war der erste Maskekampf. Wie hast du das ausgesucht? Ach, das kommt manchmal spontan. Also ich habe ja immer verschiedene Lieder gehabt, meistens. Also nicht immer dasselbe. Und Spiel mir das Lied vom Tod, das hat, finde ich, gepasst. Weil die dachten ja, das ist ja mein Untergang, der Kampf, weil ich vorher eine Europameisterschaft geboxt habe. Das war ein Unentschieden und da war ich nicht so gut in Form. Und ja, da dachten sie, jetzt nehmen wir den Rocky. Jetzt kann der Maske dadurch seinen Namen noch mehr aufpolieren und ja, den Kleider schief. War ja beim ersten Michalschewski-Kampf hinaus. Da dachten sie auch, nach dem zweiten Maskekampf, dass es vorbei ist. Und haben sich wieder geschnitten und ja, so war das. Und viele deiner Boxkämpfe sind ja dann auch 12 Runden lang gewesen. Jede Runde 3 Minuten. Ja. Was passiert, wenn du dann in die Ecke dich setzt, in den kurzen Pausen? Also man sieht dann immer den Trainer auf die Leute einreden. Nimmt man das noch wahr oder hilft das einem, was einem da gesagt wird? Und was kriegt man da gesagt? Ja, na, kommt immer darauf an, wie es läuft. Ja. Entweder bekommt man gesagt, dass man weitermachen soll, so wie es läuft. Oder eben ja, Ausbesserung als Anweisung. Also schlag die Linke mehr in die Mitte oder geh an Mann und schlag dann großer Haken oder geh zum Körper öfter mal, damit er ein bisschen die Luft verliert. Also selbst viele Sachen, aber so ist eben individuell. Ja. Und ab wann merkt man, dass man dem anderen wehtut? Also dass man, denn im Grunde genommen, ein Boxer will dem anderen ja wehtun. Er will ihn nicht verletzen, aber wehtun. Doch, am besten alles. Ja, umso schneller der Kampf vorbei ist, umso besser. Ja. Aber wie gesagt, klappt ja nun auch nicht immer. Und ja, das merkt man einfach. Ich meine, wenn man hart trifft, das, hat man schon ein Gefühl, ob der andere gerade am Wackeln ist oder nicht. Und ob ihm das wehgetan hat oder nicht, das merkt man schon. Und ja, dann versucht man nachzusetzen und den Kampf zu beenden. Aber in einer Weltklasse, da ist es schon sehr schwer, Leute auszunocken, sagen wir mal. Also wenn einer gleich stark ist, so vom Niveau her, dann werden das immer, nicht immer knappe Sachen, aber dann ist es schwer, jemanden auszunehmen. Ja. In deinem Kämpfen? Außer wenn man den absoluten Hammer hat, aber den hatte ich ja nicht. Ich war mehr so der Zerstörer. Ja, du bist immer unheimlich reingegangen in die Leute, ne? Ja. Und hast dann, was ist der Vorteil davon, wenn man reingeht in die Leute? Ja, wenn du es gut kannst, dann hast du den Vorteil, dass er das vielleicht nicht so gut kann, den Nahkampf. Ja, und dann kannst du deine Stärken ausspielen. Der Maske war ja einer, der hat lieber lang geboxt. Nur beim ersten Kampf hat er den Fehler gemacht, dass er den Kampf angenommen hat. Den Nahkampf und ja, dann sah er schlecht aus. Aber man ist ja, wenn man nah dran ist, kann man ja eigentlich den Bauch und die Nieren und so treffen, aber Gesicht eher nicht. Ne? Ja. Genau. Ja, das Gesicht ist ja genauso weit wie der Körper. Also aber ihr wart noch näher? Naja, nee, das war schon also ganz so nah, war auch nicht. Also man kann schon treffen. Man muss eben kurz schlagen. Ja. Wenn ich dann einen Schwinger haue, dann ist klar, dass ich nicht treffe. Der ist ja dann zu lang. Aber wenn ich einen kurzen Aufwärtshaken oder einen kurzen Haken schlage oder eine kurze Gerade, das geht alles. Und dann gibt es diese Bilder, wo ihr so steht. Ja. Und der andere haut dann immer auf die Handschuhe drauf. Ja. Ich meine, das sind ja auch Schläge, die man spürt, ne? Oder? Ja, bei den Masken nicht so, Leute. Das war nicht so der Schläger, aber klar spürt man das. Aber bei mir war es ja so, das war ja meine Spezialität, die Doppeldeckung. Und da kannst du viel Kraft sparen und wirst auch wenig getroffen. Also du hast damit gerechnet, dass sie dir auf die Handschuhe hauen. Ja, das war
War eingeplant, ja. Das war eingeplant. Wenn jetzt die Handschuhe nicht da sind und du einen Haken kriegst, ja, also ich stelle mir vor, wenn ich einen Haken von dir kriegen würde, dann würde ich ein halbes Jahr oder vielleicht immer darunter leiden. Was hat denn das bei dir ausgelöst, so ein Haken? Wenn ich den abgekriegt habe? Ja. Naja, kommt immer drauf an, wie man trifft oder getroffen wird. Also, da gibt es Stellen, da tut es weh. Da gibt es Stellen, da fängst du an zu wackeln. Da gibt es Stellen, da geht wie so ein Elektroschock durch den ganzen Körper bis zu Zehenspitzen. Dann merkst du, jetzt hast du ein Problem, wenn du nicht cool bleibst. Aber wie gesagt, Gott sei Dank war ich nur einmal am Boden, das war aber auf der Leber. Gegen Michalschewski im zweiten Kampf. Und ansonsten war ich bei den Amateuren zweimal am Boden und beim Sparring einmal. Ja, und ansonsten habe ich das Gott sei Dank vermieden, so oft zu genießen. Aber nach dem Kampf hat man Kopfschmerzen, oder nicht? Nee, das kommt immer drauf an. Echt? Also ich hatte selten Kopfschmerzen. Also wenn ich mir dein Gesicht noch mal vor Augen führe, also das war ja wirklich dann blutig und auch aufgedunsen. Ja. Ja. Und also ich denke immer, die müssen mindestens 14 Tage Kopfschmerzen gehabt haben. Jo, diese Platzwunden, die sind ja oft auch durch Kopfstoß passiert. Ja. Und ja, ich war auch empfindlich, sagen wir mal so. Mhm. Manch einer, der kriegt einen Kopf in den Kopf und trotzdem passiert nichts. Also, aber wie gesagt, danach darf man auch nicht so gehen, wie einer danach aussieht, außer wenn er natürlich wirklich zerbeult ist, bis zum Geht nicht mehr. Bloß bei mir war eben immer die Augenbrauen. Das war eigentlich so mein. Das platzt ja leicht auch. Ja, erstmal der Ton. Aber bei mir war es besonders irgendwann, weil ich auch viele Kämpfe hatte zum Schluss. Und da geht es dann leichter. Sag mal, an solchen Boxsäcken, ja, was kann man hier besonders gut an diesen Boxsäcken trainieren? Ja, da kannst du eigentlich alle trainieren. Jeden Schlag, den du anwendest beim Kampf, kannst du hier eigentlich trainieren. Also das heißt Körperhaken, Kopfhaken, Aufwärtshaken, Leberhaken, wie gesagt, Solarplexus. Im Prinzip kannst du jeden Schlag, den du schlagen kannst beim Boxen, anwenden. Und wofür ist das Schattenboxen? Na, Schattenboxen ist erstmal zum Warmmachen meistens und ja, man ist ja meistens im Ring, wenn man Schattenboxen macht und ja, ein Gefühl zu kriegen für den Ring, für die Größe, für die Distanz und. Was mich jetzt gewundert hat, ist, dass du gesagt hast, dich hat mal einer beim Sparring ausgenockt. Nicht ausgenockt, ich war noch nie ausgenockt. Oder am Boden? Am Boden. Am Boden. Aber Sparring hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass das etwas ist, wo man sich eigentlich nicht wehtun will. Nee, das ist Quatsch. Also, beim Sparring geht es manchmal härter ab wie beim Kampf. Also man sagt ja auch, der Kampf soll eine Erholung sein nach dem Training. Und so ist es ja meistens auch. Ja, aber warum, was habt ihr davon, wenn ihr euch beim Sparring auch schon... Ja, das ist eben nur mal, ist ja sozusagen der Übungskampf. Also da übst du ja den richtigen Kampf im Prinzip. Sparring ist ja das, was genauso ist wie der Kampf, bloß dass die Handschuhe dicker sind, da sind Kopfschutzträgst. Aber das ist ja die Vorbereitung im Prinzip auf den echten Kampf im Ring. Und... Ja, da jetzt eben nun mal, wenn zwei gute Leute nebeneinander Sparring machen, der eine will nicht schlecht aussehen, der andere auch nicht. Und dann kann es mal passieren, dass es eine kleine Auseinandersetzung wird, wo es auch weh tut. Okay. Aber wenn der Trainer seine Handschuhe so hinhält, das ist für... Kratzen, ne? Ja. Nee, das ist für Kombination üben. Ist im Prinzip eine andere Art von Sandsackarbeit. Aber ja, da ist schon... Da kannst du auch genau wie beim Kampf mehr mit den Füßen arbeiten, den Ring mehr sozusagen kennenlernen. Mhm. Ja, und das ist für einen Kampf sehr wichtig, Pratzenarbeit. Weil man auch genauer schlagen muss. Aha. Wenn eine Pratze hinhält und du andauernd daneben haust, bringt das natürlich nicht. Aber man sollte das irgendwann können und das ist halt auch eine wichtige Sache. Das wird auch immer so woanders hingehalten und dann... Nee. Rechte gerade versuchst du immer die gleiche Stelle zu treffen. Das ist ja wie beim Kampf.
Eine rechte Gerade ist eine rechte Gerade. Und die schlägst zeig mir mal eine rechte Gerade. Eine rechte Gerade zum Beispiel so. Also direkt in die Nase. Und so. Ja. Naja, muss nicht die Nase, kann das Kinn sein. Eine Gerade kann auch zum Körper sein. Hier drin ist auch gut, wenn man da getroffen wird. Also Solarplexus tut weh, ja. Oder Leber. Leber ist, ja, kaum von der Seite. Die, wie deckt man die mit dem, ja, am besten Ellbogen? Mit dem Ellbogen oder mit dem Sixpack. Ja, genau. Das ist, ich meine, Rocky ist ja jetzt, den Namen hast du natürlich auch bekannt gemacht, aber eben auch der amerikanische Schauspieler Sylvester Stallone. Ich habe gesehen, es gab mal Momente, wo du ihm auch begegnet bist. Ja. Wie war das? Na, das war nach dem WM-Kampf. Einen Tag später habe ich einen Anruf gekriegt, dass der im Hotel war, ist. Und ja, dann sind wir da vorbeigefahren und haben den getroffen und war ein netter Kerl. Also der war auch nicht arrogant oder so. Hat sich auch gefreut und war noch zu Mauerzeiten. Und danach wollte er in der DDR da irgendwas promoten, aber haben sie nicht drin gelassen. Wenn du dir die Filme angeguckt hast, haben die dich irgendwie beflügelt? Hast du dich da gesehen, wenn du ihm zugeguckt hast? Naja, klar, wenn du 14 bist oder 15 und gerade angefangen hast mit Boxen mehr oder weniger. Ja. Ich glaube 76 oder hier in Deutschland kam der 77 raus, der erste Teil. Das war natürlich gigantisch für einen. Ja. Man war ja noch ein kleiner Pipel und das war ja für einen selber. Ja, das Vorbild schlechthin. Und ich glaube auch, dass der dem Boxsport viel geholfen hat mit diesen Filmen. Ob das in Amerika war oder in Europa oder auf der ganzen Welt. Die Leute waren schon mehr boxbegeistert nach diesen ersten zwei Rocky-Filmen. Ja, und wenn man sich so deine Vita anguckt und sich anguckt, so wie Rocky in dem Film dargestellt wird, da gibt es Parallelen, oder? Naja, wenige. Ich meine, er ist ja sehr arm aufgewachsen. Ja. Ich bin sehr gut bürgerlich aufgewachsen. Ich hatte immer zu essen, immer Klamotten. Ja. Wir waren nicht reich, aber wir waren auch nicht arm. Und von daher, mir ging es immer gut. Und wie gesagt, der Rocky im Film, der ist ja schon in einer Gegend aufgewachsen, wo keiner tot über den Zaun hängen will. Ja, ja. Also, das ist schon ein Unterschied. Okay. Dein Vater hat dich mittrainiert am Anfang, nee, ne? Nee. Aber er war auf jeden Fall, war überhaupt nicht dabei. Ganz. Der war zum Anfang ja nicht dabei. Wir sind spazieren hier, mein Bruder und ich, da waren wir 11,5 oder so. Und dann haben wir gesehen, dass bei uns in der Nachbarstraße eine Schule, in der Schulhalle ein Boxverein ist. Ja. Montag und Donnerstag immer Training. Dann sind wir Donnerstag mal reingegangen, haben zugeguckt. Dann haben die uns so ganz nett begrüßt. Ja, und am nächsten Trainingstag, also Montag, sind wir dann das erste Mal zum Training gegangen. Naja, und dann, mein Bruder ist gleich da geblieben und hat weitergemacht. Ich habe erst noch ein Jahr Fußball gespielt, aber war nicht so erfolgreich. Unsere Mannschaft hat in einer Saison nur ein Spiel gewonnen. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ja. Bin ich zum Boxen gegangen und dann sind wir da geblieben. Denn es gibt die Äußerung von deinem Vater, dass er, als du dich entschieden hast, Profi zu werden, dass er damit eigentlich nicht einverstanden war, dass du das retten. Nee, er war nicht damit er war nicht dagegen, sondern er war nicht damit einverstanden, dass ich nicht vorher mit ihm gesprochen habe. Was hätte das geändert? Nix. Aber Väter sind so und ist ja auch schön, wenn sie sich Sorgen machen. Denn, also wenn du über Sorgen sprichst, denn du warst damals jetzt nicht sozusagen der geborene Boxer von deiner Statur her. Ne? Nee. Also du warst echt Spargeltat sein. Das hast du jetzt gesagt, aber das kann man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Aber auch schon da bist du richtig voll in diese Kämpfe reingegangen. Ne? Ja, also man merkt es ja schon beim Training, ob man ein bisschen Talent hat oder nicht, ob das klappen könnte oder nicht. Und von daher, bei mir hat es eigentlich von Anfang an ganz gut geklappt. Ja, und das hat mich motiviert. Und dann willst du ja auch, ja, dein Vater, also für mich war immer mein Vater so der Motivationsgrund. Ja, der hat ja auch geboxt, der hat ja in Italien geboxt und war auch italienischer Juniorenmeister. Ist dann nach Deutschland gekommen, hat auch noch ein paar Kämpfe gemacht, aber dann irgendwann aufgehört, weil er arbeiten musste. Ja. Und ja, ich wollte mal, dass der stolz auf mich ist. So, das war mein Hauptgrund, dass ich angefangen habe zu boxen. Und war es? Ja. Ja. Stolz wie Bolle, sagen wir mal so.
Eigentlich bist du, obwohl du nicht aus Berlin kommst ursprünglich, habe ich so das Gefühl, du hast das Berlinerische so voll in dich aufgenommen. Ja, ne? Ich bin ja mit, ich sag nicht, ein oder zwei Jahren bin ich so früh schon nach Berlin gekommen. Und ja, ich bin Berliner, ist einfach so. Ja. Bin zwar in Duisburg geboren, Rheinhausen, aber naja. Als Berliner jetzt in München, wenn du die beiden Städte vergleichst, ist schon ein großer Unterschied, oder? Naja, die Preise sind sehr hoch hier in München. Und, aber ansonsten ist eine Großstadt wie jede andere. Und ja, vom Schickimicki habe ich auch noch nicht viel mitgekriegt. Also von daher, ich finde München schön. Ist eine schöne Stadt. Und ja, fühle mich hier wohl und versuche hier was mit aufzubauen. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Lass uns mal über die Zeit reden, als du richtig gut Geld verdient hast. Da hast du mal irgendwann gesagt, du hättest gern einen gehabt, der dir im übertragenen Sinne mal eine Ohrfeige gibt und sagt dir, wie das richtige Leben funktioniert. Weil du bist ja als 24-Jähriger schon sehr erfolgreich gewesen, hast Geld verdient. Und was hat dir gefehlt, um sozusagen das Geld so anzulegen, dass du heute auch noch ein bisschen einen anderen Lebensstil hättest leben können? Ja, gut, das war einfach, ja, wie gesagt, ich hatte im Prinzip wirklich gehen, wo ich das erste Mal Weltmeister war, war ich 24 und hatte vorher im Prinzip noch nie richtig Kohle in der Tasche. Und das war ja im Verhältnis auch noch nicht so viel zu dem, was ich dann später verdient habe. Aber für mich war es viel. Ja, ich habe zum Beispiel den Manager kurz vor dem Kampf gesehen und kurz nach dem Kampf und danach erst wieder beim nächsten Kampf. Und wie gesagt, ich hätte mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr getan wird. Aber wie gesagt, im Prinzip bin ich selber schuld. Weil irgendwann muss man ja auch mal klar in der Birne werden. Und ich habe gefeiert, ich habe Partys gemacht, habe mir teure Autos gekauft, habe ein paar Mal einen Führerschein verloren und durch ja, Trinken und alles. Also diese Sachen kann ich ja, da kann ich ja keinen anderen die Schuld geben. Und ich hätte so selber checken müssen, dass man irgendwann mal aufhören muss und das Geld zusammenhalten muss. Reden wir von zweistelligen Millionenbeträgen? Ja. Wow, das ist viel Geld. Ja. Ja. Und du hattest da noch mal ein Erlebnis. Das aber wir wollen es nicht übertreiben, waren noch Mark. So viel war dann noch nicht. Ja, schon, aber. Ich hab mich beschissen mit dem Euro. Also, wenn wir noch einmal über so einen Ausraster von dir reden, ich fand es ja fast komisch. Da gibt es diese Geschichte mit dem Taxifahrer, als du ausgestiegen bist, ihm noch 5 Euro gegeben hast. Und dann hat er dir den Mittelfinger gezeigt und hinter dir her geschimpft. Ja, noch nicht hinter mir her geschimpft, er hat meine Mutter beleidigt. Hat er deine Mutter sogar beleidigt. Und das sollte man besser nicht mit Rocky machen. Na, ich glaube, das sollte man mit Kevin machen. Absolut. Was hat der Vogel mit meiner Mutter zu tun? Ja. Und wenn man die beleidigt, dann ist das Grund genug, finde ich. Ich meine, die Polizei erzählt ja natürlich was anderes. Ja. Ist auch normal, das müssen sie ja machen. Aber ich glaube, da hätte jeder andere genauso reagiert. Da gab es ja sogar mal einen Fußballspieler, der während des Fußballspiels von einem beleidigt wurde, ein Franzose, und der hat dann mit dem Kopf ihn zurückgeschlagen. Ja, Cantona war das wohl. Genau, und ja, und dann, und ich meine, der war in seinem Auto und... Ach so, nee, das war Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Gegen Italien. Genau, gegen Italien, der. Und der Taxifahrer war dann in seinem Auto und... Ja, die Knöpfe zugedrückt, also runtergedrückt, hat da an der Zentrale irgendwas angerufen, die Polizei wahrscheinlich. Dann bin ich, habe ich das Taxi ein bisschen demoliert. Bin reingegangen in die Diskothek, mein Bruder ist schon vorgelaufen. Dann saß man an der Bike, hab den ganz vergessen zu erzählen, was passiert ist. Und es war nichts mehr los, dann sind wir hochgekommen. Er ist vorgelaufen, ich hab's immer noch nicht erzählt. Ich hab wohl ja nicht damit gerechnet, dass da jetzt 100 Bullen stehen. Na jedenfalls, ja, und dann war es so, dass sie ihn gefragt haben, ob er mal den Ausweis zeigt. Und er hat gefragt, warum, ja, und dann gab es eine kleine Auseinandersetzung. Und dann war ins Auto gesperrt worden, oben mit Tränengas. Ja, und dann sind wir auf Wache gefahren, haben dann... In Handschellen? Eins, ja,
zwei Stunden gewartet und dann konnten wir wieder hin. Und dann konnte ich meinem Bruder endlich sagen, was passiert ist. Warum er überhaupt da sitzt. Ja, der war aber schon ein bisschen sauer. Das glaube ich. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Academy. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Wir sind hier in dieser Box Kitchen, ja. Wo du deine, ja, wie viele Leute versuchst du stark zu machen, dass sie erfolgreich werden? Im Moment ist es einer. Ja. Wir haben jetzt vor zwei Wochen den ersten Kampf gehabt, hat er auch souverän gewonnen, den Kampf. Was für eine Gewichtsklasse? Er hatte das super Mittelgewicht und hat um eine WBO Interkontinentalmeisterschaft geboxt, hat 11. Runde K.O. gewonnen und ja, haben uns alle sehr gefreut. Ja, und jetzt hoffe ich, geht's weiter. Super Mittelgewicht warst du ja auch mal. Genau. Weltmeister. Ja. Wie schwer muss man da sein? 76,3. 76,3, das ist auch eine komische Zahl. Also, wenn die Gewichte hebt. Ich meine, wenn du da gewogen wirst, da darfst du ja nicht zu dick sein, ne? Man hat, also bei Meisterschaftskämpfen, ist es so, wenn du dann zu schwer bist, musst du das Gewicht abtrainieren, sonst kannst du nicht mehr um den Titel boxen. Ist dir das mal passiert? Nee. Bist immer, wenn du auf die Waage gegangen bist, hattest du das Gewicht. Weil dann wird es ja auch mühsam, nicht? Dann hat man ja gar nicht mehr so viel Zeit, das Gewicht zu heben. Erstmal, du verlierst ja auch Kraft. Also wenn du kurz vor dem Kampf noch oder jeden Tag vor dem Kampf noch Gewicht machst. Aber wie gesagt, wenn einer Übergewicht hat auf der Waage, ist er selber schuld. Ja. Weil die kriegen ja gerade bei Meisterschaften kriegen sie ja lange genug vorher Bescheid und da muss man sich eben richtig vorbereiten, muss diszipliniert sein, dann hat man auch sein Gewicht. Ja, ja, ja. Wer was anderes erzählt, ist ein Spinner. Wieso, was wird erzählt? Nein, ich sage nur, wer was anderes, ich weiß nicht, was die anderen erzählen, aber... Hat man euch eigentlich gesagt, so bei diesem Pressetermin, dass ihr aufeinander losgehen müsst? Nein. Das nicht. Das ist ja, finde ich, schon ein bisschen albern. Also wenn was gesprochen wurde oder gestritten wurde, dann war das echt. Ja, also ich meine, ich erinnere da so eine Situation, wo du dich echt aufgeregt hast, was man ja im Nachhinein nachempfinden kann, bei so einem verlorenen Kampf, den du ja eigentlich gewonnen hast. Ja, das war eigentlich Michalschewski, da habe ich... Habe ich gesagt, was ich von dem ganzen Scheiß halte. Und das war auch, glaube ich, mein Recht. Also, ich meine, das ist ja nicht nur, dass man so einen Kampf verliert und die Meisterschaft nicht gewinnt. Also, das war ja da eine Weltmeisterschaft. Das ist ja wirtschaftlich auch, da denkst du zwar in dem Moment nicht dran, aber man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich den Juven-Kampf gewonnen hätte, den Maske-Kampf und den Michalschewski-Kampf gewonnen hätte, das wäre ja gigantisch gewesen. Und dann hätte ich auch das Zehnfache verdient. Ja. Nach dem Kampf, also haben die gewonnen haben, das Zehnfache verdient, weil sie gewonnen haben? Oder mit allem, was danach kam, mit Werbeverträgen und so? Naja, das ging auf jeden Fall reibungslos für die weiter. Und für mich aber nicht. Ja. Du musst ja immer wieder dann beweisen, dass du eben noch so gut bist, um eine Weltmeisterschaft boxen zu können. Und die Titelverteidigung, die sind ja, also die eine Titelverteidigung hast du ja dann auf sicher. Ja, wenn du gewonnen hast. Wenn du nicht überfahren wirst oder sonst was. Ja. Und ja, das ist sichere Geld, die dir erstmal flöten hier die Kohle. Aber man macht das ja auch ein bisschen für den Titel. Was heißt ein bisschen? Ich hab's nur für den Titel gemacht. Wenn ich in Kampf gegangen bin und da denkt man ja nicht ans Geld, sondern an den Titel. Ja. Und ja, das ist ja auch für die Geschichtsbücher was Schönes, wenn du dreimal mehr Weltmeister warst, als es jetzt ist. Aha. Aber wenn man antritt, bekommen dann beide gleich viel Geld? Ist das also vorher? Nein, das wird ausgehandelt. Was der Gegner kriegt, ist einem im Prinzip egal. Und ja, wenn die dich so bezahlen, dass du zufrieden bist, dann machst du es. Ja, klar. Man hat manchmal das Gefühl bei so Boxkämpfen, dass da so wirklich einer steht, der ist durchtrainiert und ein anderer, der wird dem gegenübergestellt, so als Fallobst. Ja, das ist natürlich am Anfang, wenn du aufgebaut wirst, boxst du ab und zu mal so ein sogenanntes Fallobst. Aber
irgendwann hört es ja auch auf. Und wie gesagt, manche machen den Fehler, dass sie zu lange Fallobstboxen und dann mal den ersten richtigen Gegner kriegen und ja, nicht damit klarkommen. Aber im Großen und Ganzen ist es normal, dass man nicht unbedingt dicke Leute boxt, aber die eben nicht so stark sind. Wo kommen die her? Also manchmal hat man das Gefühl, die werden irgendwo aus Osteuropa reingekarrt. Die kommen überall her. Ja, und? Meine, in Osteuropa gibt es ja auch sehr starke Boxer. Ja, man braucht sich nur Russland angucken oder die ganzen baltischen Staaten, da sind richtig gute Boxer bei. Und auch diese extrovertischen Länder wie Aserbaidschan, Usbekistan, Kasachstan, das sind ja Länder, die haben richtig Potenzial. Und, Kuba vielleicht auch, ne? Die waren auch immer gut. Ja, aber Kuba, das ist, glaube ich, eine Mentalitätssache. Die meisten Kubaner, die Profi werden, ja, kommen mit dem Leben nicht klar. Das ist wahrscheinlich auch eine Mentalitätssache. Aber wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen, also gibt es auch gute kubanische Profis. Aber wie gesagt, diese russischen Staaten oder sowjetischen Staaten, die sind schon saustark. Wenn du in so einen Ring gegangen bist, gab es da eine Ecke, wo du gesagt hast, da habe ich mehr Glück, wenn ich da anfange? Bitte also, nochmal. Also da, man ist nee, mal so nee, abergläubig nee, irgendwie. Nee. Das hatte mit Aberglauben nichts zu tun. Nichts zu tun? Nee. Nicht, dass du dir noch irgendein Mantra irgendwie kurz vorher... Ach Quatsch. Naja, auch linke Schuhe oder rechte Schuhe, das war mir ja, sollten angezogen sein. Die sind am Jahr. Aber... Nee, so ein Aberglauben direkt hatte ich nicht. Aber schon mit dem Gefühl, ich bin froh, wenn es vorbei ist? Oder? Ja, na klar, ich meine, vor dem Kampf, wenn du in der Kabine sitzt und die Leute da, und du weißt, die Leute sitzen auf ihrem Platz, haben sich gerade ein Bierchen geholt oder eine Bockwurst, ja, dann würdest du am liebsten mit jedem tauschen. Schon. Ja, aber nach dem Kampf, wenn es gut gelaufen ist, dann willst du auch nicht mehr tauschen. Also, ja. Das ist immer... Vor dem Kampf ist immer ein Gefühl so, na, du willst eben nicht versagen. Ja. Würdest du sagen, dass das Publikum sich auch geändert hat? Also es gab ja mal so eine Zeit, da, vielleicht ist es immer noch so, aber da so erste Reihe, alles voller Zuhälter und... Nee, das Publikum hat sich nicht verändert, nur die Sitzplätze. Erklär nochmal. Naja gut, früher war natürlich zeitweise nicht so viel Publikum. Und dadurch, und diese Leute, die Sie gerade ansprechen, die waren ja bei jedem Boxkampf da eigentlich. Das waren ja, ja Stammkunden sozusagen. Ja. Und heute sind die immer noch da. Bloß, wie gesagt, jetzt sind die Hallen größer, jetzt sind die Zuschauerzahlen größer und dadurch fallen die ja nicht mehr auf. Aha. Die hatten das früher dominiert, ne? so ein Boxkampf. Ja. Ja. Aber war auch okay, weil die haben das Boxen eigentlich hochgehalten. Ja, ja, und auch was vom Boxen verstanden. Naja, gut, das ist Ansichtssache. Ich meine, das, ich muss ja nicht, weil ich ein guter Schläger bin, viel vom Boxen verstehen. Ja, das merkt man wahrscheinlich sehr schnell, wenn man sich mit jemandem unterhält, der also wirklich was davon versteht. Und wenn einfach nur Leute da sind, die Blut und dicke Köpfe sehen wollen. Ja, das ist ja wie bei jedem Beruf. Da gibt es die Ahnung haben, die mitreden. Dann gibt es die mitreden, die keine Ahnung haben. Das ist ja wie beim Fußball. Da gibt es ja dann 1000 Nationaltrainer bei der Weltmeisterschaft, die alle besser wissen wie der Trainer, der gerade Weltmeister geworden ist. Nur bei allen anderen Sportarten, da heißt es, dass sie spielen. Also sie spielen Fußball, sie spielen Handball. Bei euch heißt es kämpfen. Ne? Ja. Also da ist... Da ist Kampf. Das ist ja nun mal Tatsache. Absolut. Also wenn du da hin einfängst und nicht richtig aufpasst, dann kann ja schnell mal eine Karriere vorbei sein. Hattest du das mal, damals das Gefühl, dass du einen abgekriegt hast? Nö. Ich hatte nie so den Gedanken, dass ich verletzt werden könnte. Oder. Das stelle ich mir aber auch so vor. Also wenn man da reingeht und dann ist da so ein Gegner, wo man denkt, oh je, also der ist mindestens genauso gut wie ich, dass man da auch echt also kaputt wieder rauskommen könnte. Ne? Naja, so einen Gedanken habe ich aber nicht. Ja. Kann man ja, glaube ich, nicht haben. Nein, du bist ja selber motiviert bis zum Geht nicht mehr. Ja. Du hast hart trainiert und wenn du hart trainiert hast und ein gutes Gefühl hast, dann hast du eigentlich auch Lust anzufangen, den Kampf zu machen. Bloß wie gesagt, vorher die Aufregung und so, darauf könnte man verzichten, aber das gehört einfach dazu. Und ohne diese Aufregung wäre man wahrscheinlich auch nicht so gut, weil man den Kampf ja nicht ernst nehmen würde. Ja, das Adrenalin ist wahrscheinlich am Kochen. Ne? Auf jeden Fall.
Ja. Woran würdest du erkennen, ob einer so Potenzial hat? Also ich sage jetzt mal so ein 14-Jähriger. Ich meine, die sind ja noch voll in der Entwicklung, auch was den Körper anbelangt. Ja, das kommt immer drauf an. Das Bewegungsablauf. Wenn ich ihn jetzt das erste Mal sehe, na, dann ist der Bewegungsablauf für mich sehr wichtig. Und man merkt ja auch, wenn einer was abkriegt, ob er zuckt oder nicht, ob er die Augen zumacht oder nicht. Ja. Ja, da gibt es viele Sachen, auf die man achten kann, aber man sieht schon, eigentlich schon beim ersten Training oder beim ersten Kampf, den man von jemandem sieht, ob er Potenzial hat oder nicht. Klar gibt es immer Ausnahmen, es gibt ja Leute, die fangen schlecht an in ihrer Karriere und auf einmal werden sie Weltmeister und werden Superstars. Ja. Kann man denn dieses Schmerzempfinden völlig ausschalten? Na, das wird ja durch den Adrenalin im Prinzip ausgeschaltet. Schläge, die wehtun, sind meistens auf der Leber, auf dem Solarplexus oder eben auf der Nasenspitze. Das ist so ein Scheißschlag, den du dir einfangen kannst. Dann fängst du an zu heulen, ohne dass du das willst. Aber ansonsten, ja, so richtig Schmerzen hatte ich nie im Kampf. Mhm. Außer eben auf der Leber oder mal auf dem Solarplexus. Aber ansonsten tut ja ein Schlag nicht richtig weh, weil du eben voll konzentriert bist und das ja auch dein Leben lang machst, im Prinzip. Das ist ja dein Beruf. Und dadurch, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn jemand nicht geboxt hat und sich in der Einfangs wahrscheinlich anders. Weil er die auch voller nimmt, ja, wie ein Boxer. Ja, klar. Boxer nimmt ja doch meistens noch ein bisschen den Schlag, seine Wirkung, weil man ein bisschen weggeht noch. Ja. Aber wie gesagt, das war alles noch okay, so auszuhalten. Rocky, was ich an dir gut finde, ist, dass du dieses Stehauf in dir drin hast. Ja? Also dieses Hinfallen und wieder aufstehen und weiterkämpfen, das, glaube ich, kann man von dir lernen. Tja. Also man hätte dir gewünscht, dass du nicht so oft hingefallen wärst. Ja. Ja? Aber ich bin der Fettnapftreter. Ja, aber jetzt bist du auch über 50. Also ja, man wird ja ruhiger und wie gesagt, auch wenn es mir besser gehen könnte finanziell, lebe ich trotzdem ein schönes Leben. Also ich bin ja trotzdem nicht auf dem Abstellgleis oder muss Hunger leiden oder habe nicht zum Schlafen. Ich habe zwei junge Kinder, ich habe eine Frau und habe noch eine ältere Tochter. Mhm. Die große Liebe und ja, mir geht's eigentlich gut. Hab Eltern, die noch leben, hab einen Bruder, hab eine Schwester, denen es einigermaßen gut geht. Also Gesundheit schlecht ist was anderes. Und dass du aus der Nummer gesund rausgekommen bist, finde ich also auch erwähnenswert. Ne? Ja gut, mein Vorteil war, dass ich verhältnismäßig viel trainiert habe immer. Ja. Auch wenn ich, sagen wir mal, Phasen hatte, wo ich dann zwei, drei Wochen vielleicht was getrunken habe. Ja. Danach habe ich dann wieder angefangen, irgendwann zu trainieren und das hält mich, glaube ich, schon ein bisschen über Wasser oder hat mich über Wasser. Jetzt trinke ich ja im Moment nicht und tut mir auch ganz gut. Rocky, an der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch und halt das durch. Ich wünsche es dir. Alles klar, danke schön. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.